Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hi-Fi Rush. Ja, wir sind ja mittlerweile auf dem Weg zu Roquefort, seinem Büro, dass wir nach und nach die letzten fehlenden zwei Spectra-Passwörter bekommen. Und wir nutzen doch einfach nochmal die Chance, gucken, ob wir irgendwas für unsere Zahnräder holen können. Wir könnten... Ja, aber... Meine Chips alle schön und gut, aber bringt uns nichts. Wir brauchen einen zusätzlichen Chipplatz. Lebenskern würde funktionieren. Gesundheitskrank. Gott sei Dank, wir sparen einfach mal ein bisschen, dass wir uns einen zusätzlichen Chipplatz holen können. Damit wir da auch mal ein bisschen gewappneter sind. Aber 40.000 sollte ja eigentlich auch recht schnell erledigt sein. Willkommen zur Zukunft der Technologie, Wendley. Ja, ich glaube, das ist das Atrium. Geh nach links oben. Ja, ich seh's. Roquefort's Büro ist auf diesem Balkon. Haha, derbe. Ich bin dran. Ja, na dann. An alle Einheiten, die Räume betreten, bitte die Türen benutzen. Es ist sehr teuer, zerstörte Wände zu ersetzen. Mist! Aber nicht ganz so gut. Keine Panik. Mr. Chai hat uns versichert, dass er, Zitat, dran ist. Zitat Ende. Schüttle es ab. Du bist gleich da. Mach er auf! Alles bereit? Ach, verdammt, das sind wieder diese Dinger. Auf geht's! Peppermint! Ja, bitte? Power Core! Auf geht's! Versuch's hiermit! Macaron! Ranga! Schaffe mal die Arme hoch! Reiß ihn! Peppermint! Komm schon! Sehr schön, Thomas. So, das Hammer und das andere auch. Ah, da ist es noch drin. Yeah, sehr schön, sehr schön. Gut. Hallöchen, so. Okay. Versuch's mal hiermit. Bin schon da. Okay. Auf geht's. Warte, hier komm ich. Und den haben wir auch. Sehr schön. Das dürfte es doch, genau. Und jetzt einmal weiter. Alle Einheiten im Atrium, tut, was ihr tun müsst. Ich zahle auch eine Überstunde. Oh, gütig. Weiter so, Chai. Erstens, ich wollte das sowieso machen. Zweitens, ich kann eigene Entscheidungen treffen. Ich bin erwachsen. Naja. So der Typ, der gern Kanonenkugel spielt. Es hat funktioniert. Also, fast. So semi. Aus... Ein bisschen hat's funktioniert. Oh, hier gibt's eine Menge zu holen. Oh, da ist sogar mal eine weitere K-Statue. Hier können wir, da können wir auch mal wieder drauf einprügeln. Das. Sehr schön, das hat ja gut funktioniert. So, hier haben wir noch Kisten und auch ein bisschen Versorgung für unseren Lebensbalken. Oh, hier gibt es auch mal wieder was zu lesen. Dann schauen wir doch mal, was da drin steht. E-Mail, Budget-Challenge von Roquefort & Wendley. Antwort, Budget-Challenge. Ich danke allen Abteilungen des Unternehmens für ihre Teilnahme an der Budget-Challenge. Zwar war es schwierig, unnötige Kosten einzusparen, doch im Ergebnis sorgte dies für unser bislang gewinnbringendstes Quartal sowie eine Erhöhung der Boni für unsere leitenden Angestellten.
Mein besonderer Dank gilt der Finanzabteilung für ihre Idee, die linken Arme und Beine der Programmierer in der Entwicklung zu entfernen, um Kosten zu sparen. Ein genialer Einfall. RF, also Rogueford wahrscheinlich. Was ja logisch ist, ne? Lobt sich ja auch die ganze Zeit selbst. So. Ne, warte mal. Den nehmen wir noch mit. Hey, Kampf. Entschuldigt Explosionen und andere Unannehmlichkeiten. Bitte konzentriert euch auf die Arbeit. Kein Kampf? Sieht so aus, als wäre so eine Kampfarena. So, da wechseln wir schon mal vorsorglich auf Macaron. Auf sie, Macaron! Ich sehe sie. Ah. Macaron, Randa! Null Probleme. Jetzt, sehr schön. Und ein weiterer Getränkeautomat. Gut, hier gibt's auch was. Da geht's sogar, glaube ich, gleich. Nee, warte mal, wo geht's denn hier weiter? Da gibt's auf jeden Fall gleich noch was zu lesen. Nee, hier will ich nicht weitergehen. Lesen wir erstmal. E-Mail. Hoodie-Vorbestellung. Vorbestellung der Gedächtnis-Hoodie für Angestellte. Aufgrund des Aufruhrs wegen des entwischten Defekts und Kates Zusicherung, dass die Lage endgültig geklärt werden würde, haben wir begonnen Vorbestellung für die humorvollen Hoodies mit der Aufschrift "Ich habe das Defekt-Fiasko in Projekt Armstrong überlebt" anzunehmen. Diese werden mit einem weißen Nimbus-Farbverlauf und dem Text in einer Schriftart namens Pangolin Ray verfügbar sein. Außerdem sind sie für überlebende Angestellte durchgehend nummeriert. Bitte geben Sie über den unten stehenden Link Ihre Größe an. Hinweis der Sicherheit: nicht autorisierter Link entfernt. Ja nun, geht's hier weiter? Ne, hier, ach, hier gibt's noch mehr für uns zu rühren. Wollen wir nichts machen? Gut. Oh, hallo, was gibt's? Was war das nochmal? Ah, der Gesundheits... Ah, der Gesundheitstank. Schön viel trinken. Ah ja, okay, mein Gott. Immerhin 32.000, wir sind dem weiteren Chipplatz tatsächlich sogar näher als gedacht. Immer noch kein Kampf. Ist erstaunlich ruhig gerade mit irgendwelchen Kampfgebieten, aber ich will es nicht beschreien. Kommt wahrscheinlich gleich noch. So, Hinweis im Wendelay-Handbuch. Handbuch für Wendelay-Angestellte. Hier erfahren Sie in einfachen Schritten, wie Sie zum mächtigsten Unternehmen der Welt werden. Erstens, machen Sie alles besser als alle anderen und verdienen Sie mehr Geld. Danke, dass Sie dieses Angestelltenhandbuch gelesen haben. Alle 150.788 Unterbedingungen zu diesem Schritt werden Sie in teilnahmepflichtigen Online-Tutorials behandelt. Alle Angestellten haben eine Woche Zeit, diese Kurse zu absolvieren. Nun. Okay. Hier ist doch das Kampfgebiet. Endlich. Ich bin hier. Hey! Showtime, Korsika. Das mach ich. Power Core. So, den haben wir jetzt auch. Hier. Korsika. Das wären wahrscheinlich nicht alle gewesen. Ah, jetzt kommt er wieder. Au! Komm schon! Wie, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, okay, Sana. Okay, dich mach ich platt! Zeig's ihn! Zurück! Auf geht's! Jawohl. Das
Das hat ja anscheinend tatsächlich mal funktioniert. Gut. Jawohl, ja. Problem gelöst. Und jetzt wieder darauf. So. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie wieder raufkommen. Na, oh. Das war dann nicht ganz so gut. Gut, dann ebenso. Da gibt's wieder was für Macaron zu tun. Macaron! Bereit zum Umdekorieren? Versuch's mal hiermit! Vorsicht, hier komm ich! Nimm das, Statuen Kale! Jawohl! Sehr schön, sehr schön. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Dann auf die nächste Ebene, wa? Oh, oh. Einfach trotzdem nochmal hier unten lang gucken. Ah, da sieht man einer an. Sehr schön. Es läuft doch alles jetzt ganz gut. Und mehr oder minder auch wie geplant. da liegt nichts mehr. Na, dann nehmen wir den Weg nach oben. Und dann jetzt hier lang. Zu Finance. So. Wir haben leider noch nicht ganz 40.000, oder? Dass wir da schon sagen können, hey, wir holen da was. Leider nicht. Schade, schade. Was gibt's denn hier? Achso. Oh Gott. 6 von 24. Also wir haben definitiv wahrscheinlich noch eine Menge zu holen. Gut, vielleicht gibt es auch nach dem Abschluss der Hauptstory noch irgendwas zu tun. Dass man quasi sagen kann, hey, ich kann noch weitere Graffiti sammeln, weil wir dann an diese Security-Türen rankommen. Oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Aber das werden wir ja erst sehen. Ah, hier gibt es was zum Lesen. Rockford Meeting Vorbereitung. Offene Notiz. Die Personalabteilung sagt, ich soll am Ball bleiben und all meine Aufgaben und Erfolge aufschreiben, um motiviert zu bleiben. Tja, dieses neue Budget ist vielleicht etwas höher, aber ich betrachte es hinsichtlich der öffentlichen Meinung als guten Zug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockford das anders sieht. Er scheint mir recht vernünftig. Ich bin so zuversichtlich wie nie. Wer auch immer das geschrieben hat. Ein Telefon. Das ist mal was Neues. Geh ran. Hallo? Du hast einen netten Auftritt hingelegt. Aber wenn du meinetwegen hier bist, kehr lieber um. Nö. Willst du einen Deal machen? Komm schon, Mann. Meinst du, ich lass dich unseren Plan durchkreuzen? Profite verschenken? Hier geht's nicht um Geld. Es geht immer ums Geld. Komm uns nicht in die Quere, sonst bereust du's. Ah ja. Wir gehen natürlich den Weg weiter. Der Typ ist doch nur ein lurchiger Lauch. Ein lurchiger Lauch. Roquefort hat einen schlechten Ruf im Büro. Irgendwas von wegen Wolf im Schafspelz. Bleib auf dem Teppich, Chai. Oh nee. Bitte lass die ja alle da drin. Nun. Ah, da ist er ja. Roquefort, Spectra-Schlüsselkarte. Her damit. Oh ja, sicher. Nimm sie. Was glaubst du, wer ich bin? Ein Dummkopf? Möglich. Fragen kostet nichts. Du machst mich so wütend. Ich lag auf dem Sterbebett, als Kale mich rettete. Ich war klug, aber schwach. Er hat das korrigiert. Wirklich? Warum wolltest du dümmer werden? Das ist Zeitverschwendung. Und weißt du was? Zeit ist Geld! Und ich werde nicht noch mehr davon verschwenden. Ich werde dich verschwenden. Nun. Wie fühlt es sich an, jemanden zu unterschätzen? Es war zu erwarten, dass die jetzt...
Ja, okay. Deswegen Wolf im Schafspelz. Leute? Wo ist deine große Klappe jetzt, Mubi? Korsika? Dieses Wolfsding? War doch kein blöder Scherz! Nun. Von dann musst du an mir vorbei. Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin. Auf geht's! Du hast keine Angst! Okay, du bist dran! Versuch's hiermit! Macaron, ran da! Du machst uns keine Angst! Korsika, wenn schon da sein! Ran hoch, Peppermint! Rockfoss, zurück! Ich weiß, du schaffst das, Mann! Ich sehe sie! Zeig's ihnen! Ja, bitte? So. Peppermint! Keine Angst, Chai! Auf die Makaron! Rogo, komm mal hier mit! Das reicht! Bleib am Ball, Chai! Ja. Ich greife halt viel mit Peppermint an. Ja. Zeig's ihnen! Keine Angst, Chai! Versuch mal hiermit! Null Probleme! Das sah doch gut aus. Zurück geht's! Du machst uns keine Angst! Peppermint! Rockhoff, zurück! Gerade erwischt. Peppermint, na komm! Bin da. Komm schon. Soll doch nicht alles gewesen sein. Komm, Phase 2. Nur noch wütender. Geht das denn überhaupt noch? Wohin, wo es sicher reicht, wo wir nicht die Nachbarn stören. Alles klar. Peppermint, du bist dran. Keine Angst, Scheiß. Ich reiß gleich ein Stöcker. Weniger. Auf geht's. Sei es ihm, Scheiß. Null Probleme. Oh je. Power Core! Macaron, ran da! Du machst uns keine Angst! Hey, was? Ran los, Peppermint! Rockfox, zurück! Aua, nicht gut. Auf geht's! Keine Angst, Chai! Versuch mal hier mit! Oh nö! Pass auf, Chai! Ruf mich rein, ich helf dir! Sicker! Bleib am Ball, Chai! Jawohl! Hör mal den! Du bist dran! Du machst uns keine Angst! Ich reiß dich in Stücke! Du schaffst das, Mann! Ja, sehr schön. Phase 2, komm, Phase 3 gibt's doch bestimmt auch noch, hab ich recht. Spectra, der Gewinn, der uns entgeht. Die Zahlen sind da.
Und du bist raus. Wow, das macht keinen Sinn, du Trottel. Zwei Phasen oder kommt noch eine? Alles klar. Ich verlasse mich auf Aktien. Dein Kurs fällt, Kleiner. Ja. Zeig's ihn. Du machst uns keine Angst. Ich glaube, Peppermint ist hier tatsächlich unsere... Aua, aua, aha, aha. Auf geht's! Ja, bitte! Hiermit! Rockfall, das reicht! Power Core! Ja, komm schon! Zeig's ihn! Du machst uns keine Angst! Zeig's ihn! Zeig's ihn, Kai! Peppermint, du bist dran! Mach sie platt! Versuch mal hiermit! Wo ist er hin? Aua, nicht gut. Mein Gott. Oh. Ja. Das ist unsere Chance. Zusammen nehmen wir es mit ihm auf. So. Dann. Oh ne. Oh, ist das nervig. Ich sehe nicht viel. Mein Gott, das war nicht ganz so gut. So, links, rechts, links, links, rechts. Verdammt. Wenn du verlierst, zahlst du den Preis. Ja, nun. Und, okay, das nochmal komplett von vorn. Alles klar. Spectra. Der Gewinn, der uns entgeht. Dass er nicht skippen darf. Und du bist raus. Wow, das macht keinen Sinn, du Trottel. Ich verlasse mich auf Aktien. Dein Kurs fällt, Kleiner. So, wir nutzen jetzt aber die Chance, weil die Folge auch schon wieder fast 24 Minuten lang ist, mal eine kurze Folgenpause zu machen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich auch mal das erste Mal irgendwie gestorben im Bossfight. Aber das war jetzt auch, ey, das ist mit rechts, links, rechts, links, rechts, links ein bisschen schwierig. Da muss ich jetzt gucken, hoffentlich kriegen wir es jetzt besser hin. Gut, ich hoffe, dass euch trotzdem die Folge gefallen hat. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge und damit bei dem Bosskampf gegen Roquefort die zweite... wieder mit dabei seid. Aber bis dahin, ciao.